Der Enderman. Eine Kreatur, die Spielern jetzt schon Angst macht. Doch was, wenn ich euch sage, dass der Enderman schon in der Alpha gesichtet wurde? Doch normalerweise sollte er dort nicht existieren. Und damit herzlich willkommen zur 8. Folge von Durch den Longlegged Steve Mythos hat ein Spieler Angst bekommen, neuere Minecraft-Versionen zu spielen. Also entschied er sich, die Alpha-Version 1.0.11 zu spielen. Er bekam direkt Nostalgie, als er gespawnt ist. Er hatte plötzlich keine Angst mehr. Einige Zeit verging auf der Welt und er bemerkte eine schwarze, Enderman-ähnliche Kreatur mit weißen Augen. Das Merkwürdige an dieser Kreatur war, dass sie oft ihre Größe geändert hatte. Manchmal war der Enderman 3 Blöcke hoch, manchmal auch 7 Blöcke. Er hat tatsächlich vieles aufgenommen. Im Hintergrund seht ihr ja einige Screenshots und ein paar Szenen werde ich euch jetzt einblenden. Was auffällt, ist, dass die Kreatur nicht wirklich aggressiv ist. Der Enderman hat nicht mal versucht, näher an den Spieler ranzukommen. Der Spieler fing an zu bezweifeln, dass dies überhaupt ein Enderman ist. Er wusste nämlich nicht, dass es normalerweise keine Endermans in dieser Version gibt. Er fand im Internet ein Forum und in diesem Forum fand er einen Post, in dem jemand eine Sichtung mit einer Kreatur hatte, die ähnlich dem Enderman ist. Die Kreatur war in derselben Version wie beim Spieler auch. Okay, also haben wir jetzt quasi 2 Sichtungen gehört. Doch ist das Ganze jetzt real oder nicht? Naja, also erstmal steht fest, dass diese Version wirklich existiert. Leider gibt es kein Seed dazu. Die Kreatur ähnelt sehr dem Longlegged Steve vom Aussehen und vom Verhalten her. Natürlich hat das aber nichts mit dem Ergebnis zu tun, ich wollte das nur mal erwähnen. Es gibt Videos, Bilder und dann gibt es noch mindestens 2 Sichtungen. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber im Gegensatz zu den anderen Mythen kann das gut punkten. Ich blende euch jetzt mal das Ranking ein. Falls ihr jetzt mit dem Ranking nichts anfangen könnt, schaut euch meine Mythen-Playlist in der Beschreibung an. Kurz gesagt, der erste Platz ist der realistischste und der letzte Platz ist der unrealistischste. Also hier das Ranking. Mit dem Selbsttest wird das ziemlich schwer, also bleibt er weiterhin ein Mythos, aber er hat relativ viele Beweise und das reicht für den 4. Platz. Was meint ihr zu diesem Alpha-Enderman? Findet ihr, er hat Ähnlichkeiten mit dem Longlegged Steve oder ist er überhaupt echt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Schaffen wir auf dieses Video 85 Likes, das wäre auf jeden Fall sehr krass. Abonniert, um nichts zu verpassen, denn viele Zuschauer meiner Videos haben mich noch nicht abonniert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.